herzlich willkommen zur Heute-Show. Dankeschön. Mann, haben wir eine Pechsträhne. Ja? Unsere besten Fußballer werden systematisch zu Klump getreten. Und unsere arme Bundeskanzlerin, ja, die wird vom Schicksal praktisch durch die Hecke gezogen. Euro-Krise, Streit in der Union, vergeigte NRW-Wahl. Ich frage mal, wie happy ist die Frau eigentlich noch mit ihrer eigenen schwarz-gelben Regierung? Ja, so ist es. Es hat der Wähler so gewollt und der Wähler hat ja... Tja, was willst du machen? Ne? So ist er, der Wähler, die dumme Sau. Das nennt man wohl Fatalismus am Rande der völligen Erschöpfung. Ganz anders aber Merkels hellwacher Kassenwart Wolfgang Schäuble. Den kannst du alles fragen. Zum Beispiel, gefällt euch? Hab ich gemalt. Herr Schäuble, müsste jetzt zum Beispiel die Umsatzsteuer erhöht werden? Umsatzsteuer? Ach, es... Ja. Was weiß ich denn? Bin ich Finanzminister? Ach ja, bin ich. So werden wir regiert, meine Damen und Herren. Dabei gibt's wahnsinnig viele offene Fragen. Zum Beispiel, wer zahlt denn am Ende für Griechen und Banker? Für den Rettungsschirm, den sie heute verabschiedet haben? Höchstwahrscheinlich doch wieder der kleine Mann. Deutschland zahlt immer. Gibt's den schlecht, den lassen die Spanier, den lassen die Portugiesen. Wir sind am Zahlen. Nicht Deutschland zahlt, der Steuerbürger zahlt. Da ist ja egal, Deutschland ist, wir sind Deutschland. Das ist das Problem, wir sind Deutschland. Ja. Das ist sogar exakt das Problem, dass ihr Deutschland seid. Ja, das ist das Problem. Ich sag's ja immer, zwischen Euro-Krise und Milz passt immer noch ein Pilz. Die beiden Herren sind natürlich ein gutes Beispiel. Wir leben alle über unsere Verhältnisse, besonders über unsere intellektuellen Verhältnisse. Aber ab jetzt wird gespart, und zwar mit dem ganz, ganz großen Rasenmäher. Denn Sie müssen sich vorstellen, wir haben ja so viele Schulden, dass... das sollen mal die Kollegen von Sat.1 erklären. Die Gesamtverschuldung ist wahrlich astronomisch. Als ein Euro-Münzen aufeinander geschichtet, ein 3,6 Millionen Kilometer hoher Münzenturm. 10-mal die Strecke bis zum Mond. Und der kleine Hase sagte zum großen Hasen, weißt du eigentlich, wie pleite wir sind? 10-mal bis zum Mond und zurück sind wir pleite. Ui, sagt der große Hase, das ist sehr, sehr pleite. Und wie geht's sparen? Ganz einfach, du. Erst werden ganz viele Vorschläge gemacht, dann beschimpfen sich alle Minister und am Schluss wird die Mehrwertsteuer erhöht. So geht das immer. Immer die gleiche Geschichte. Hat denn überhaupt noch irgendwer da draußen konkrete Sparvorschläge? Bruder, was kann man dann konkret streichen in Deutschland? Ja, Sie. Naja, nee. Er ist ja nicht immer so schlecht gelaunt, der Brüderle. Ne, da gab's wohl unmittelbar vorher ein kleines Problem mit der Minibar. Und bei allem berechtigten FDP-Bashing muss ich sagen, unsere liberalen Freunde, die haben wenigstens noch Ideen. Staatsschulden könnten das Tier bald in Lebensgefahr bringen. Ein Sparvorschlag der FDP. Keine Krötentunnel mehr. Zu teuer. Ja, das ist klassisches liberales Denken. Eigenverantwortung. Auch für Kröten. Hey, der eine kommt durch, der andere bleibt im Reifenprofil kleben. Selber Schulz, sagt die FDP. Und wo wir eh gerade im Tierreich sind, Angela Merkel ist ja momentan sowas wie die weitwunde Gazelle. Hyänen aus den eigenen Reihen versuchen sie von der Herde abzusondern und zu zerfleischen. Und dann kommen die Aasgeier. Und die Bundeskanzlerin ist natürlich als Regierungschefin die Erste, die dafür verantwortlich ist. Ist ganz klar, es ist wie überall, der Fisch stinkt vom Kopf her. Diese Metapher weise ich in meiner Eigenschaft als ZDF-Frauenbeauftragter entschieden zurück, meine Damen und Herren. Aber Merkels ärgster Widersacher ist natürlich Roland Koch. Kochs Vorschlag, Sparen bei den Kita-Plätzen, hat, man muss sagen, wahre Proteststürme ausgelöst. Dabei gab es in der Geschichte ja schon Leute, die alle Erstgeborenen haben umbringen lassen, um die Kita-Kosten zu senken. Unser Reporter Lutz van der Horst wollte mal wissen, wie Kochs Sparideen so ankommen, und zwar an der betroffenen Basis. Hallo, ihr coolen Kids! Hey, böser Onkel! Kann ich da mal kurz mit? Meine ja, komm, geh mal weg jetzt. Ich komme im Auftrag von Roland Koch. Das Ketka wird jetzt eingespart. Tschüss! Ja, wo könnte denn eurer Meinung nach gespart werden? Ja. Zum Beispiel bei Roland Kochs Haussender, dem ZDF.
Der Schüler im Schraubstock des Bildungssystems. Super Vergleich, Herr Reporter. Ja, findest du denn auch, dass Roland Koch da mit seinen Sparvorschlägen eine ziemlich dicke Lippe riskiert? Wieso? Die hat er doch schon. Hey Kids! Ich will ein kleines Spiel mit euch spielen. Wer hat Angst vor schwarzen Gang? Sparen! 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 Nach diesen Sparvorschlägen möchtest du dem hessischen Ministerpräsidenten da mal gerne ein paar hinter die Kochlöffel geben? Entschuldigung, Herr Reporter, aber für Ihre Albernwitze ist dieses Thema wirklich etwas zu ernst. Okay, kannst aber ruhig du zu mir sagen. Nee, das möchte ich nicht. Was machst du denn, wenn es zu Roland Kochs, wie ich finde, sehr angemessenen Sparplänen kommt? Das habe ich schon mit den anderen Kindern besprochen. Revolution! Und jetzt zurück ins Studio und du machst die Kamera aus, du Pisser. Ja, ich bin selbst Vater und muss sagen, Kinder an die Macht ist ein ausgesprochen bescheuerter Vorschlag. Übrigens hatte neben Roland Koch diese Woche noch ein weiterer Landesfürst die Zähne Richtung Berlin gefletscht. Stefan Mappus, Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Wenn Sie den noch nicht kennen, keine Sorge, von dem werden Sie noch sehr viel hören, sage ich Ihnen. Alter 44, Hobbys, Reiten, Schwimmen, Essen und am Stuhl der Kanzlerin sägen. Das Hauptdilemma besteht darin, dass im Prinzip der Eindruck entstanden ist bei vielen Menschen, dass quasi im Moment nicht so richtig regiert wird. Und das mag ein Wähler nicht. So, das mag ein Wähler nicht. Zwei Wähler finden es so lala und drei total scheiße. Mappus Lieblingsopfer ist übrigens Umweltminister Röttgen, der absurderweise glaubt, die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke müsse vom Bundesrat abgesegnet werden. Das sind genau die demokratischen Wahnsinnsideen, die einen Mappus echt auf die Palme bringen. Und so erleben wir nun die Geburt eines kommenden Klassikers, der Mappus-Show. Ich bin nicht mehr bereit, die Eskapaden des Bundesumweltministers zu akzeptieren. So können wir einfach nicht weitermachen. Politik ist ein Mannschaftsspiel. Und wer Individualsportarten bevorzugt, der muss sich ein anderes Tätigkeitsfeld suchen. Boom! Richtig! Wer eine eigene Meinung hat, der muss weg. Genau wie im Iran. Ich persönlich, ich bin ja längst Mappus-Fan. Jetzt ganz ehrlich, denn es ist endlich mal wieder einer, der so rüberkommt wie die Unionspolitiker meiner Kindheit. Also dick, böse und konservativ. Nein, im Grunde die Wiedergeburt von Franz Josef Strauß. Und ich sage Ihnen, wo wir bei Strauß sind, die Parallelen sind erschreckend. Auch in puncto Schlacht bei Frauen. Kennen Sie eigentlich Ihren Spitznamen hier in der Landespolitik? Ich habe so manches gelesen. Zwei, drei kenne ich. Welche? Das werde ich jetzt mit Sicherheit nicht von mir aus zitieren. Nachher ist man auch dabei, den Sie noch nicht kennen. Aber ich könnte mit allen bisher gut leben. Ich kenne einen vor allem, der heißt Mappi Schnappi. Wunderbar, Mappi Schnappi. Mein Gott, die Frau wäre ja fast vom Stuhl gerutscht. Stefan Mappus, merken Sie sich diesen Namen. Erzkonservativ und größter lebender Freund der Atomkraft. An wen erinnert mich das? Warte mal. Natürlich! An Mr. Burns. Ausgezeichnet. Smithers, lassen Sie die Hunde los. So will ich meine CDU. Das ist, sage ich Ihnen, die CDU der Zukunft. Und die FDP? Wie viel Zukunft hat die noch? Ich würde vorschlagen, wir lauschen einmal mehr dem kleinen besoffenen Mann. Bester Mann ist ein Mann oder die ganze FDP ist eine Partei, die immer bloß hinten drauf springt. Ah, ja, Alkohol enthemmt. Leider auch beim Thema Homophobie. Genießt denn in diesen Zeiten überhaupt noch irgendwer Ansehen und Respekt beim Wähler? Die Grünen vielleicht? Die Grünen, die werden uns platt machen. Die werden die Steuern erhöhen, sagen so, Sprit. Aber die fahren die dicksten Kutschen. Ja, die fahren so ein Python mit 12, 20 Liter. So ist es. Die Grünen-Verbrecher fahren alle einen VW Python. Ne? Ja, oder hier so ein Porsche Cayenne, ne? Oder ein Ferrari Küsschen, hör doch auf. Die Politikverdrossenheit in Deutschland ist im Moment mit Händen zu greifen und die Regierung müsste dringend gegensteuern. Reden wir drüber mit einem intimen Kenner der Politszene. Herzlich willkommen, Florian Schröder. Florian,
Auf eine Art wird Frau Merkel ja happy sein, denn sie kann gerade ihre erklärte Lieblingsrolle spielen, die der Krisenkanzlerin. Das macht sie eigentlich gerne. Trotzdem trauen sich immer mehr Kritiker aus der Deckung, wie eben der Herr Mappus, und schlagen ihr vor, sie sollte doch mal regieren. Muss man sich Sorgen machen um die Kanzlerin? Nein. Ich glaube, sie wird das gnadenlos durchziehen. Sie wird das machen, denn sie ist und bleibt die uneheliche Tochter von Helmut Kohl und Margaret Thatcher. Ja. Das war immer wieder zu beobachten, dieses Aussitzen, dieses, ich habe das Aussitzen studiert, ich habe so ein anderes ausgesessen. Ja. Ich bin unterdessen, bin dazu übergegangen, wenn ich Merkel parodiere, eigentlich nur noch zu sagen, das reicht. Ja, oder so. Haben wir ja gesehen. Das ist es im Grunde. Mehr brauchst du nicht. Und wen ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist Guido Westerwelle, weil ja, das wird auch den Leuten zu Hause aufgefallen sein, wahnsinnig still geworden ist. Ja. Man hört fast nichts mehr. Ist das Einsicht? Hat es mit den 3% zu tun, von denen man heute lesen konnte? Was ist mit dem los? Ich glaube, das ist ein Deal mit Roland Koch, dass man gesagt hat, es kann immer nur einer Amok laufen. Ja. Dass die einen Dienstplan für die Amokläufer haben. Ja, natürlich. Ja. Du und Dienstag, ich Donnerstag. Ja, wechselt man sich so ab. Und jetzt ist eben Koch dran und Westerwelle ist dann demnächst wieder dran. Ich glaube zum einen, dass er ein bisschen Einsicht beweist, gerade indem er sich zurückhält. Ich glaube aber auch, dass die Drogen aus Südamerika, die seine Freunde mitgebracht haben von der Reise, langsam aufgebraucht sind. Deswegen hält er sich zurück. Ja, weil normalerweise, weißt du ja, dieses Energielevel ist nur mit Rauschmitteln zu halten, die es in Deutschland nicht geben kann. Ja, und jetzt plötzlich. Er kann keine andere Lautstärke. Ich finde, wenn er schlau ist, macht er sich sowieso Gedanken über eine alternative Karriere. Ich finde ja, er sollte zum Radio. Er sollte so, weißt du, so die Jingles ansagen. So die besten Hits der 80er, 90er und das Beste von heute. Würde auch passen, weil er hat ja auch so ein Radiogesicht. Ja, absolut. Jetzt erleben wir ja bei einigen Herrschaften auch angesichts der Krise echte Kehrtwendungen. Auch unser Präsident Horst Köhler hat ja früher in verschiedensten Funktionen, die er hatte, immer gegen Marktregulierung argumentiert. Ja. Jetzt ist er auf einmal dafür. Wie beurteilst du Köhlers aktuelle Rolle? Sie ist ganz schwer zu beurteilen, weil er ist ja gar nicht da. Man sieht ihn ja gar nicht. Ich glaube, er wohnt im Keller von Schloss Bellevue und einmal im Jahr zur Neujahrsansprache und zur Weihnachtsansprache wird er rausgelassen. Ja. Steht er immer da und sagt, jetzt darf ich etwas sagen? Ich weiß auch noch nicht was. Sie wissen es auch nicht. Damit haben wir etwas gemeinsam. Ich das nicht schön. Und er hat sich ja vorbereitet ursprünglich auf die Karriere und hat gesagt, er überlegt sich ein paar Sätze, so die er dann ein paar Jahre machen kann. So, ich liebe dieses Land. Oder ich soll sie grüßen von meiner Frau. Da freue ich mich immer besonders. Immer wieder. Und die hat er jetzt immer wieder geremixt und immer wieder in neue Zusammenhänge. Ich liebe meine Frau, dieses Land. Ich soll sie grüßen von meinem Land, meiner Frau, diesem Frau. Und jetzt steht er da und hat kein Material mehr. Ich finde schade, dass man nichts hört. Es wäre eine Zeit, wo er brillieren könnte. Er wollte mal unbequem sein. Unterdessen hat man das Gefühl, er ist ziemlich bequem geworden. Vielen Dank, Florian Schröder, für diese Einschätzung zu unserer schwarz-gelben Regierung. Über die Opposition müssen wir nicht reden, denn diese Regierung hat eine eingebaute Opposition. Florian Schröder, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Meine Damen und Herren, vergessen wir für einen kurzen Moment, dass unser Land komplett pleite ist. Vergessen wir die Ölpest. Und dass dieses gottverdammte iPad keinen USB-Anschluss hat. Konzentrieren wir uns mal auf die wichtigen Dinge, die uns wirklich bewegen. Stichwort Michael Ballack. Vor wenigen Minuten hat uns diese Schocknachricht erreicht. Es ist die Nachricht, vor der wir uns seit anderthalb Tagen gefürchtet haben. Boah, ja, echt eine Knallerballer-Nachricht. Heute herrscht Ausnahmezustand. Ich bin total enttäuscht. Es gab einen Schock. Schock. Entsetzen. Das ist der Super-GAU. Tragisch. Bitter und tragisch. Ein riesiger Verlust. Da brennt dann doch die eigene Hütte. Wie kann ein Volk das verkraften? Ja! In Zukunft werden wir uns fragen, wo warst du? Als sich der linke Huf von Prinz Boateng in den Knöchel unseres Kapitäns bohrte. Ich für meinen Teil war erst natürlich bei der Sportshow Extra in der ARD, dann völlig fertig rübergesetzt zum ZDF Spezial und den Rest des Tages bei NTV, die in einer stundenlangen Endlosschleife immer wieder das Foul des Jahrhunderts gezeigt haben. Zu Recht übrigens. Hier nochmal für Sie eine Rekonstruktion der Ereignisse des 11. September, Entschuldigung, des 17. Mai. Guten Abend. Yeah.
Hans Boateng. Ich sage Ihnen, wie es ist. Für mich ist die WM damit schon gelaufen. Ja, ich habe vor Wut direkt sämtliches WM-Fleisch weggegrillt ja, und an die Rentner im Park verfüttert. Apropos zerstörte Träume. Der Euro setzt seinen freien Fall weiter fort. Es muss dringend was getan werden. Und siehe da, kaum ist der Euro am Dampfen, hört man plötzlich ganz neue Töne. Die CDU ist für eine Finanztransaktionssteuer. Die CDU! Da zittern die Bänke aber. Damit ist der Finanzsektor offiziell an die Kette gelegt, oder? Es kommen auf einen Gewerkschafter oder vielleicht kritischen Lobbyisten kommen 500 Lobbyisten der Finanzbranche. Die sitzen in den Ministerien, die schreiben sich ihre eigenen Gesetze, die definieren die so lange um, bis sie wieder wachsweich sind und die Branche so weitermachen darf, wie sie es gewohnt ist. Ha. Ach so, haben die doch so viel Macht? Bitte, bitte nicht mein Sparbuch löschen, ja. Ja gut, von Merkel lassen sich diese Banker nicht an die Kette legen, das ist klar. Aber zum Glück gibt's ja noch den anderen hier, den mächtigsten Mann der Welt. Und ich sag Ihnen, der hat den Typen jetzt aber mal so richtig Angst gemacht, da. A free market was never meant to be. Die freie Marktwirtschaft wurde nicht als Selbstbedienungsladen erfunden, in dem man sich nehmen kann, was man will, wann man es will. Ich bin heute hier, um zu den Titanen der Finanzindustrie zu sprechen. Ich möchte Sie dazu drängen, mit uns an einem Strang zu ziehen. Oh, ja. Träum weiter, du Loser. Wenn du mich weiter so voll laberst, dann kaufe ich mir einen neuen Präsidenten. Sie merken, Barack Obama muss noch an seiner Rhetorik feilen, um diese Leute zu erreichen. Ganz im Gegensatz zu ihm hier. Der IWF ist immerhin eine so reputationsgeladene Institution, dass er auch die Chance hat, weltweit durchzudringen. Deshalb glaube ich, diesen Ansatz jetzt zu folgen, ist aussichtsreich. Ja. Ja, ich finde, so komplexe Sachen wie die Finanzmarktsteuer, solche komplexen Sachen, die sollten grundsätzlich nur noch von Rainer Brüderle verkündet werden. Denn bis die Banken verstanden haben, was er meint, wäre das Gesetz schon längst durch. Noch ist alles schwammig, noch wurde keine Finanzmarktsteuer konkret beschlossen. Immerhin, der Finanzminister hat gestern zu einer Regulierungskonferenz nach Berlin geladen. Hören Sie dazu nun einen Kommentar von Gernot Hasknecht von Radio Bremen. Wolfgang Schäuble meint es gut. Seine Berliner Konferenz soll helfen, die Finanzmärkte besser zu regulieren. Denn eins ist sicher, nie wieder darf der Steuerzahler die Zeche zahlen für nimmersatte Spekulanten. Und damit es nie wieder passiert, haben unsere Politiker seit 2008 ja auch einiges getan. Nämlich, Moment, ich hab's mir aufgeschrieben. Einen Scheiß haben sie getan! Einen Scheiß! Nichts hat sich geändert! Die Zuckerschweine stapeln weiter ihre Kohle und lachen sich kaputt über uns blöde Schwachmaten! Regulierung der Finanzmärkte! Ha! Am Arsch, die Räuber! Schreibt dir das gefälligst auf, Schäuble! Spekulanten lassen sich nicht regulieren! Die Typen sind das Böse! Ich gehe ja auch nicht zu Graf Dracula und sage, du, könntest du eventuell etwas weniger Blut saugen? Das Einzige, was hilft gegen Vampire und Spekulanten, ist das hier. Ein schöner Holzpflock mitten ins Herz, damit die Verbrecher nie wieder... Ah! Oh, ah! Oh Mann, das blöde Teil ist ja wirklich total spitz. Ja, sag mal, geht's irgendwo noch? Willst du mich eigentlich umbringen, hä? Sorry. Sorry, sorry. Ich geb dir gleich sorry, du dämlicher kleiner Piss. Gernot Hasknecht. Ja. Das ZDF wird sich natürlich angemessen um die Hinterbliebenen des Kollegen von der Requisite kümmern. An diese komischen Google Street View Autos mit den Kameras auf dem Dach haben wir uns ja inzwischen gewöhnt. Jeder kennt das ja, man liegt montags vormittags besoffen und nackt in der Hängematte und just in dem Moment kommt natürlich die blöde Google-Karre um die Ecke. Soweit so lustig. Allerdings hat sich jetzt rausgestellt, es ist alles noch viel, viel schlimmer. Wir haben jetzt erkennen müssen, dass wir sogenannte Nutzdaten auch aufgezeichnet haben, obwohl wir es nicht wollten. Nutzdaten sind sowas wie zum Beispiel URLs, also Webseitenadressen oder auch Teile von E-Mails. Mhm. Obwohl sie es nicht wollten. Aus Versehen. Ja, da schalten wir doch mal aus Versehen nach Mountain View, Kalifornien, vor die Google-Zentrale. Dort steht mein Kollege Ulrich von Hesen. Ulrich, wie konnte dieser neue Datenskandal passieren?
Mann, Welke, aus Versehen. Das haben Sie doch vor 3 Sekunden selber gesagt. Hören Sie sich doch mal zu zur Abwechslung. Ja, ja, aber ich meine, wie geht denn das, aus Versehen Daten klauen? Ich kann auch nicht aus Versehen in Ihr Haus einbrechen. Na klar, weil Sie zu dick sind, um über den Zaun zu kommen. Ich kann nur sagen, hier bei Google ist man sehr enttäuscht, Welke. Gerade aus Deutschland hätte man mehr Verständnis erwartet. Schließlich hat die Stasi bei uns 40 Jahre lang aus Versehen Daten gesammelt. Ach, nein, der Vergleich hinkt jetzt aber wirklich hinten und vorne, Ulrich. Die Stasi, ja, hat Menschen eingekerkert. Ja, nun haben Sie doch mal ein bisschen Geduld mit Google. Hm? Die Typen hier wissen immerhin schon, wo sie wohnen. Und wenn man weiß, wo jemand wohnt, dann kann man den auch mal morgens um 5 abholen. Hm, so. Habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ja. Werden die Daten denn bald gelöscht? Ja, das geht leider nicht. Denn Google hat die Daten schon aus Versehen weiterverkauft. Wie jetzt? Ja, wie jetzt weiterverkauft? Ja, klar. Und bevor Sie fragen, das Geld, das Sie dafür bekommen, haben Sie aus Versehen schon ausgegeben. Tut Ihnen aber echt leid. Na, toll. Super. Waren das denn wenigstens harmlose Daten? Naja, man kann die geklauten Daten hier einsehen. Da weiß man dann genau, welcher Deutsche wann auf welcher Website war. Hier zum Beispiel Roland Koch, der hat bei Facebook genau 0 Freunde. Hm. Und selbst von denen haben sich noch 2 abgemeldet. Ja. Ah ja. Der Koch, 0 Freunde. Sie haben wahrscheinlich recht, so schlimm ist das alles gar nicht mit dem Datenklau. Ja, schön, dass Sie das so locker sehen. Hier, Sie sind auch dabei, Welke. Oliver Welkes Google-Suchanfragen. Haarverpflanzung, Fett absaugen und Reizdarm. Ja, bis hierher vielleicht erstmal, Ulrich. Vielen Dank nach Kalifornien. Ja, und was haben Sie hier? Was haben Sie hier für eine Seite besucht? Mein Englisch ist so schlecht. Wet, hot Asian pussies get what they fucking deserve. Was heißt denn das? Haben Sie eine Katze? Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Haben Sie eine Katze? Stimmt alles gar nicht. Wir haben einen Hund. Apropos Stasi, die Linke ist verärgert. Obwohl Hannelore Kraft in NRW quasi mit links hätte regieren können, hat sie gestern die Sondierungsgespräche mit den roten Schmuddelkindern abgesagt. Die sind jetzt stinksauer. Der Sprecher der NRW-Linken, Wolfgang Zimmermann, wird zitiert mit folgenden Worten. Wir sind 11 Abgeordnete im Parlament. Wir sprechen für die Mehrheit der Menschen in Nordrhein-Westfalen. Ganz genau. Wir haben es nochmal recherchiert. 180 Abgeordnete sitzen im Landtag von NRW. 11 davon sind Linke, klare Mehrheit. Genauso wurde in der DDR auch gezählt. Passend dazu fand am vergangenen Wochenende in Rostock der Bundesparteitag der Linken statt. Ziel der Veranstaltung, alle Ost-West-Gräben in dem Verein wenigstens für 3 Tage zukleistern und möglichst regierungsfähig rüberkommen. Normal halt. Wir sind unserer Meinung und meiner Meinung nach die Partei der Zukunft. Ob die SPD jetzt mit uns koaliert oder nicht, früher oder später werden wir in der Regierung sein. Auch ohne SPD? Auch ohne SPD. Ja, ja. Und wenn wir erstmal in der Macht sind, dann bauen wir eine Mauer, Freunde. Ja. Mit solchen Leuten will die Kraft nicht regieren? Ich verstehe das gar nicht. Was war sonst noch los in Rostock? Oskar Lafontaine und Lothar Bisky sind abgetreten, und zwar um die Bühne freizumachen für den sogenannten Nachwuchs. Werden die Neuen dieselbe öffentliche Wirkung entfalten wie Lafontaine? Viele sind skeptisch. Das ist so, wie wenn die Beatles Beatles-Song singen und wenn dann eben Barbara Streisand denselben Beatles-Song singt. Ich höre es am Ende dann doch lieber von den Beatles. Und das ist bei uns Oskar Lafontaine. Ja. Für mich ist das eher so, als ob die Flippers angekündigt werden und dann kommen die Pudis. Kein Wunder, dass Martin Sonneborn auf diesem Parteitag nicht erkannt werden wollte. Liebe Zuschauer draußen an den Geräten, heute musste ich mich tarnen. Eine Zelle gefährlicher Subjekte hat sich hier versammelt, um unser Land kaputt zu machen. Bundesparteitag der Partei Die Linke in der Stadthalle von Rostock. Ihre politische Grundüberzeugung in einem Satz. Ich bin Sozialist. Ich bin dafür, dass man Hartz IV abschaffen. Ich bin für ein menschenwürdiges Leben. Wir haben so viele Menschen, die nicht menschenwürdig leben können. Man braucht nur in die Gesichter der Menschen zu schauen. Umsturz und Revolution. Warum tragen Sie diesen Korthut? Das ist ein Elbsegler, der hier zur Nord- und Ostsee passt. Haben Sie schon mal an Umsturz gedacht? Das habe ich mir gedacht.
Total unbelehrbar, diese Leute. Haben Sie? Ja. Was machen Sie beruflich? Ich schreibe Lieder und bin im Bundestag. Das wundert mich nicht. Soziale Unterschicht. Typischer Vertreter der Linkspartei hier heute in Rostock. Sagen Sie mal was Verfassungsfeindliches, bitte. Grund und Boden, Bodenschätze dürfen immer in der Hand der großen Konzerne bleiben. Verwirrte, schlecht gekleidete Menschen, die offensichtlich über keinen Porsche verfügen, stellen das Grundgesetz in Frage. Fühlen Sie sich regierungsfähig? Ja. Persönlich? Ich glaube, ich habe andere persönliche Ziele als zu regieren. Ja, was sind das für Ziele? Persönliche Ziele. Ich werde meinen Familienstatus dieses Jahr noch ändern und ich möchte auch politisch viel erreichen. Sie wollen sich scheiden lassen? Nein, heiraten. Der Verfassungsschutz hat recht. Die Linke greift nach der Macht eine gefährliche Partei. Ihre Haare echt? Größtenteils. Herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Martin Sonneborn. Erschreckend, was Haare aus einem Menschen machen können. Wir kommen zur Ölpest im Golf von Mexiko. Ja, es ist schwer zu beschreiben, was da gerade passiert. Eine Umweltkatastrophe, zu der vielen von uns schlicht die Worte fehlen. Nicht aber dem Kollegen vom ZDF, Wulf Schmiese, der einen, ich muss schon sagen, wunderschönen Vergleich quasi aus dem Ärmel schüttelt. Schrecklich, diese Ölkatastrophe. Es ist wirklich so ein Pulsaderschnitt, wo das weiter sprießt und sprießt und man kriegt es nicht zu. Mein Gott, Schmiese! Ich habe in meinem Leben schon viele bescheuerte Vergleiche gehört. Aber hier stimmt ja gar nichts. Blut sprießt nicht, Unkraut sprießt. Und viel wichtiger beim Pulsaderschnitt ist im Gegensatz zur Ölquelle nach spätestens 7 Litern Feierabend. Egal. Jedenfalls gibt es Neuigkeiten. Zum einen hat das Öl heute leider die Strände erreicht. Zum anderen hat die Firma BP das Problem angeblich teilweise in den Griff bekommen. Wir schalten mal live nach Florida zu Christian Ehring. Christian, war das diese Woche vielleicht ein kleiner Durchbruch? Nun, Oliver, Sie müssen sich vorstellen, BP hat es geschafft, mit einem langen, dünnen Rohr einen Teil des austretenden Öls abzusaugen. Ungefähr so. Ja, Christian, das Prinzip haben wir jetzt, glaube ich, alle verstanden. Dieses BP-Rohr ist also wie Ihr Strohhalm da, nur natürlich viel größer. Nee, das ist das Rohr. Das passt allerdings zu dem Eindruck, den ich eh schon habe. Kann es sein, Christian, dass BP in dieser Krise aber mal völlig hilflos agiert? Das ist jetzt unfair, Oliver. BP tut doch alles, um die Umwelt zu retten. Die haben zum Beispiel tonnenweise Chemikalien ins Meer gekippt. Mhm, giftige Chemikalien. Lösen die denn wenigstens das Öl auf? Nein, Oliver, zaubern kann auch BP nicht. Das Öl bildet jetzt riesige Blasen unter Wasser und schwimmt nicht mehr oben. Das sieht einfach schöner aus, wenn mal Besuch kommt. Ja, ich wiederhole mich gern, BP hat keinen Plan. Die haben sogar, das muss man sich vorstellen, bei Facebook einen Ideenwettbewerb ausgerufen. Da kann also im Prinzip jetzt jeder Idiot Vorschläge hinschicken. Hier. An Vorschlägen mangelt es nicht. Das Netzwerk Matter of Trust ruft die Menschen tatsächlich dazu auf, ihr Haar und das ihrer Tiere zu spenden, damit BP so das Öl aufsaugen kann. Ah, deshalb rennen hier so viele rasierte Schäferhunde rum. Ich hatte mich schon gewundert. Ja, das ist doch der völlige Offenbarungseid, Christian. Wenn BP nicht weiß, wie man so einen Leck stoppt, warum dürfen die dann überhaupt nach Öl bohren? Ach, nun hören Sie doch mal auf, ständig auf BP rumzuhacken. Die haben die Plattform ja nur gepachtet von einer Firma namens Transocean. Mhm, also Transocean ist schuld. Vielleicht auch nicht. Inzwischen haben sich Zeugen gemeldet, die diesen geheimnisvollen Fremden unmittelbar vor der Explosion auf der Plattform gesehen haben wollen. Kevin Prince Boateng, ich wusste es! Er macht aber auch alles kaputt, der Typ. Mann. Sehen Sie? Und Sie wollten schon BP die Schuld geben. Sie haben recht. Man darf nie vorschnell urteilen. Christian Ehring, meine Damen und Herren. Vielen Dank nach Florida. Ja, wenn Sie zu Hause trotz Ölpest und trotz Euroangst immer noch zu gut drauf sind, dann habe ich hier noch ein ganz, ganz tolles Hobby für Sie. Das Ausschneiden von Todesanzeigen. Für Margarete Kuckelberg ist es eine Mischung aus Wissenschaft, Interesse und Spannung. Hier habe ich eine eines vermutlichen Suizids. Hier habe ich eine sehr interessante Anzeige. Der Mann hat keine Zeit gehabt. Ja, dieser Zeitvertreib klingt unsexy, aber ich sage Ihnen, nach 2-3 Jahren fängt es richtig an Spaß zu machen. Neulich habe ich sogar mal meine eigene ausgeschnitten. Ja,
kleiner Freizeittipp noch von mir hinten raus, denn das war die Heute-Show. Jetzt kommt Aspekte. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder, dann wieder um 22.30 Uhr. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. We'll be right back.